Rome Kires, Idalina Tarva, Mirozare, Rodamurung, Iromurine, Lumira Yagudo, Rodolimo, Kremesmari, Iloji, Romarodomi, Las Alaga, Aradolihola, Yurimolo. Und damit herzlich willkommen zum heutigen Part. Ja! Heute den Lunagoron, falls ich das jetzt richtig gelesen habe. Fiora ist wieder auf unserer Seite. Es ist an der Zeit, diesen komischen Wolf auf die Nase zu geben. Und Bilder zum Fotowettbewerb werden jetzt eingeblendet. Kai ist übrigens auch in der Leitung. Joi. Ich finde es immer noch nett, dass der Schlammkäfer direkt vor der Basis steht. Das ist so genial. Einfach mal zugreifen, Käfer mit dem fertig. Ja, aber immer der Zitadelle, dann nehme ich den immer mit. Ich auch, wenn ich nicht später reinkomme. Ich habe mir jetzt auch mittlerweile ein paar bessere Gewehrlatzen erarbeitet, liebe Zuschauer. Der gönnt sich gerade noch hier diese Käfer, die überall rumfliegen. Ne, Irrlitze. Verteidigen? Ja, verteidigen war schlau. Ich hab diesmal nicht eingesammelt. Mann, ist der schnell! Ich habe gerade eben sogar noch während dieses Vorschau-Video lief, zu Kai so gesagt, der ist bestimmt verdammt schnell und wendig. Ich sollte recht behalten. Ich lade dort nach, danke. Aua. Kai, hilf mir, der verprügelt mich. Und ja, das ist so. Ich muss selber krachen. Selber hinkriegen. Ich warte auf den perfekten Moment. Aua. Es mag mich nicht. Okay, ich habe jetzt ein paar Minuten versucht, ein Foto zu bekommen. Den Schweif. Kann man den abtrennen oder nicht? Das ist die Frage. Abtrennen nicht, aber abbrechen. Aua. Kann ich nicht heilen, ich hab vergessen, Heilpulver mitzunehmen. Also der Kai, der hat das Monster schon einmal gemacht, Leute. Der konnte nicht warten. Der wollte diesen Wolf unbedingt sehen. Ich wollte so viele sehen. Der ist schon ein bisschen weiter als ich. Nicht viel. Und jetzt könnt ihr in den Kommentaren versuchen zu raten, wie weit der ist. Oh, ich habe einen Goldkäfer gefunden. Hey du! Wuffi, komm mal mit! Komm mit, Fifi! In der Zwischenzeit klärt euch über die Berge. Ja, solange er keine Fotos machen kann, ist alles gut. Affe gegen Wolf, was gewinnt? Bitte macht einen Revierkauf, dann habe ich ein wunderschönes Foto. Schade. Hätte ja sein können. Ich prüge jetzt übrigens nur auf den Wolf was raus, ne? Ja, der Garten gibt ja auch nicht so viel. Obwohl, nee, einfach zum Zeigen müsste ich allein schon den Wolf einmal reiten. Ah, ich hab Goldi. Ja, dann nimm dir. Ja, ich hab den Wolf. Ich hab den Goldkäfer nicht eingesammelt. Und ich nicht ein bisschen mehr das Material. Okay. Der macht es wie die Raptoren. Einfach die ganze Zeit immer so ein Body Slam. Ich
Rednerrecher! Der Rednerrecher ist mega cool. Von da hast du bestimmt ein Foto geschnappt. Gut, dann sind wir wenigstens zu zweit. Ich habe von dem Endschlag wie ein Foto gegönnt. Ja, einmal prügeln, dann abhauen. Der einzige Käfer, von dem ich sicher weiß, wo er ist, ist der Schlammkäfer. Die anderen vergesst du noch, wo die hier sind. Au. Ich hab vergessen, dass er seinen Rückwärtsdruck machen kann. Offenbar habe ich bei der Knarre, die ich gerade habe, also Gewehrlanze, auch so eine komische Explosionskanone am Ende. Also kann ich eher auf Eruption gehen. Jetzt wirst du gesprengt oder auch nicht. Sieht gerade mega nice aus. Das ist gesagt, ein Design von dem Wolf gefällt mir. Und designmäßig ist das geil. Perfekt. Die Fiora setzt manchmal welche. Ich hab die lange nicht mehr benutzt, ich gehe immer mit bei anderen, wenn ich die Solo-Mission mache. Ja, die Solo-Mission, die hau ich auch mittlerweile einfach nur noch durch. Die schalten ja sehr viel frei. Ja, die ganzen Waffenbäume werden sich freigeschaltet von den wilden Waffenbäumen. Ich meine, ein Dango wird auch da durch die freigeschaltet. Und dein hat so viele mittlerweile gemacht, ich weiß nicht mehr, was drin ist. So, erstmal auf dem Wolf hauen. Ich bin aber auch reingelaufen. Kannst du das in meine Richtung einmal machen, lieber Wolf? Stehe für ein Foto bereit. Erfasst ein Foto von diesem Eissprint. Ich habe jetzt ein beschissenes Foto dadurch. Ich glaube, dem Foto-Wettbewerb gewinne ich nicht. Heute habe ich echte Mistfotos gemacht, aber ihr entscheidet ja. Nicht ich. Ich habe auch keins mehr frei. Also auch kein gutes Foto. Na, ich habe vielleicht ein gutes erwischt. Dann hast du wahrscheinlich schon besser als ich. Ich wollte davon ein Foto haben, weil das gut aussieht. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Also die Alternativ-Gewehrlanze gefällt mir nicht. Vielen Dank fürs Nebenquest erfüllen. War wahrscheinlich der Stolperschotter, der noch drauf war. Hat halt nicht den Stolperschotter noch drauf. Einfach nur für diesen einen Moment. Aua. Mann, so ein Schreier jetzt. In der Form hätte ich gerne nicht so viel gemacht, aber das habe ich nicht ganz hingekriegt. Ich weiß nicht, was kaputt gegangen ist. Nein, anscheinend ist alles gegangen. Vielleicht eine von den beiden Vorderklauen oder der Kopf. Boah, die Klauen sehen jetzt auch wieder richtig cool aus. Also bisher von den neuen Monstern, die ich bisher gesehen habe, gefällt mir sein Design am besten. Designmäßig ist der Luna Garan einfach eine Bombe. Haut er schon wieder ab. Oh, Flemling. Aber bisher so oft musste ich mich bei dem gar nicht heilen. Gut, der geht auch hauptsächlich auf die Hoch, ne? Ja, das. Und der Stack-Team ist relativ leicht auch soweit. Der macht harte Angriffe, denen man aber häufig leicht ausweichen kann. So, ranziehen. Draufhauen, springen.
Bleib hier! Danke! Das war der Schwein. Aua. Ja, ich wurde gerade schockgefrostet. Dann haben wir jetzt noch die beiden Klauen vorne und ich weiß nicht, ob man den Rücken aufsetzen kann. Ich glaube, die eine Klaue ist schon Fratz. Die Rücken sind weg. Dann wirst du jedes Mal. Wo ist die schon wieder? Er haut schon wieder ab! Ach, im Übrigen, nicht mehr fragen, ob ihr hier mitmachen könnt. Wir spielen für uns. Das habe ich nämlich schon in den Kommentaren und auch schon bei dem einen oder anderen Stream gesehen. Dass man gefragt hat, ob man beim Monster Hunter bei uns mitmachen kann. Und, das fragen die, die das Spiel schon mehrmals durchhaben. Bitte nicht mehr fragen, die Antwort ist schlicht und ergreifend nein. Aua. Und geboren. Ja, hab meine Nebenquest dadurch jetzt fertig. Und jetzt ist die Eisbehülle wieder kaputt. Und Fiorenzi hat die daran sollen geholt. Das hat sie fein gemacht. Wir wollten nur helfen. Ich hab so eine Klaue. Ah, jetzt brechen wir die andere. Auch wenn das gerade sehr stark mich an meinen eigenen Hund erinnert. Der hat sich auch vor kurzem eine Pfote kaputt gekriegt. Habe ich keine Stunde erzählt. Mein Hund hat sich eine Pfote gebrochen. Und das war die andere. Danke für euch. Jetzt spielen wir Doverroll. Nee, wird von einem Affen verkloppt. Kann man nicht stehen bleiben. Unsere Chance, der Rücken. Wenn man drankommt. Jetzt lass das Scheißding doch mal stehen. Der Affe haut trotzdem noch drauf. Ich bin so lange. Ich habe mittlerweile auch rausgekriegt, dass der Erntemond macht. Was macht er denn? Solange du in diesem Kreis stehst, verbrauchst du mit der Elan-Klinge keine Elan. Ah, okay. Das war eine Fähigkeit, die wir im der Demo gesehen hatten, aber keinen blassen Dunst hatten, was die bringt. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, was Sunnys Bällchen bringen, ne? Mhm. Müsste da haben wir auch so in die Höhe geguckt, was zum Geier soll das bringen? Nur einer von uns Gewehrlanze spielen und das mache ich dann. Hey, Gewehrlanze spielt du Gewehrlanze? Du meinst hier. Ja, Quan. Genau. Gewehrlanze spiele ich doch. Weder Hammer noch Jagdhorn ist wirklich meine Präferenz. Vielleicht bei meinem Liebling im Langschwert. Ja, ich spiele das Langschwert werden Aufnahmen nur nicht. Offscreen spiele ich auch mit Langschwert, Leute. Ich spiele es nur deswegen nicht, weil es halt eine Meta ist. Wenn ihr zwei mit dem Langschwert rumfuchtet, wäre ja langweilig. Nee, eigentlich nicht. Ich mag die andere Waffe echt nicht, ne? Fast durchgehend bin ich vergelbt. Bleib hier! Geh diese ja. In meinem Objektsatz habe ich die jetzt immer drin. Es gab ein kleines privates Gespräch, Leute, aber das Vieh ist jetzt gefangen. Das Privatgespräch habe ich kurz rausgeschnitten. Hab nichts verpasst, Leute. Ja, Leute, falls es eine Sequenz gibt. Warte mal, Kai, kann uns eigentlich sogar sagen, ob eine Sequenz jetzt kommt? Nein, kann ich nicht, weiß ich aus dem Kopf nicht. Aber ja. Okay. Ich meine, es müsste tatsächlich noch eine kommen.
Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der folgenden Sequenz und hoffe, euch hat der heutige Part gefallen. Bis dann. Tschüss. ルーボーとシーナ。ルトイジトテシラビコア。クモア。ラテミシトラネセ。ラビディリエモハミク。ニュラエスティラーク。 クーラ。バーリ、キルトルニーラ。ルニーラ。 Betras.